Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ihr habt mich so oft nachgefragt, deswegen reacte ich heute mal auf das Video Toxisch, ich bin giftig in Beziehung oder date mit nicht von auf Klo, so heißt der YouTube-Kanal. Ja, ist mir bisher, hatte ich Eindruck, dass sie doch sehr... Naja, egal. Ist egal. Auf jeden Fall, das ist echt ein gutes Video. Sagen wir mal so. Fangen wir mal so an. Finde ich echt ein gutes Video, weil ich hatte ja immer so als sehr einseitig wahrgenommen, sag ich mal. Und naja. Aber das hören wir uns jetzt mal zusammen an, zumindest teilweise. 2 Monate gedauert, bis das Ganze in Flammen aufgegangen ist und sie gesagt hat, dass ihre Freundinnen sagen, dass ich eine toxische Person wäre. Ich habe einfach sehr intensiv... Sie ist ernsthaft gerade FreundInnen gesagt. Oh, scheiße. Dieses Gender. Aber die gendern da, glaube ich, immer bei Off-Klo. Ach, ist ja auch von Funk, ja, garantiert. Analysiert, wenn ich Bindung zu jemandem aufbaue, dann ist die Person auf einmal weg. Bevor wir mit der Folge beginnen, noch kurz eine Triggerwarnung. Es geht in dieser Sendung um das Thema Psychokommen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass alle meine Beziehungen, Affären, Partnerinnenschaften, alles irgendwie dem gleichen Muster folgt. Und ein. Hat die ernsthaft gerade gesagt, Part. Innenschaft, oh Gott, okay. Eine sehr auffällige Sache ist, dass die Personen danach nichts mehr mit mir zu tun haben wollen und dass es den Personen häufig in der Bindungszeit mit mir wahrnehmlich schlechter geht. Ist das was, was dir selber so bewusst geworden ist oder haben Leute das auch direkt bei dir angesprochen? Von den Leuten direkt wurde es eventuell angesprochen, aber nicht wahrgenommen und ich musste quasi selbst erst eine toxische Bindung mit jemandem aufbauen, der noch toxischer ist als ich, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Und ja, also was ich jetzt gleich sagen kann, ist, dass sie wirklich erstaunlich reflektiert ist. Also das hat man wirklich selten. Und eine ganz wichtige Sache, glaube ich, was ich immer wieder sage, dass Leute, die nur den Minuspol kennen, wie ich das ja immer nenne, so, dass die selber drauf kommen, dass irgendwas mit denen vielleicht auch nicht stimmt. Da kann man lange drauf warten. Aber wenn man selber mal Opfer geworden ist, was sagt sie jetzt auch, dann sieht die Welt schon anders aus. Und oh, das ist trotzdem Kudos für sie. Das ist schon... Ja, gar nicht so einfach, dann den Schritt zu gehen, zu sagen, boah, vielleicht ist mit meinem Datingverhalten noch irgendwas nicht in Ordnung. Ja, finde ich schon gut. Um zu sehen, dass ich genau diese Eigenschaften auch teile, leider. Um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt was darunter vorstellen können, kannst du mal vielleicht ein paar Beispiele nennen für ein toxisches Verhalten in Beziehungen? Ein ganz auffälliges Beispiel, was natürlich auch für jeden greifbar ist, ist Untreue. Das ist leider immer wieder ein Problem, das ich immer wieder hatte. Manipulatives Verhalten, das heißt Dinge sagen, um bestimmte Ziele zu erreichen und auch etwas, was... Das ist schon wirklich selten, dass das jemand so zugibt. Das ist schon echt krass. Sehr furchtbar ist, was ich leider auch gemacht habe, ist Gaslighting. Also die Gefühle der anderen Person devalidieren mit Lügen und die eigene Wahrnehmung quasi über die Wahrnehmung der Person stellen. Wie hat sich das denn bei dir bis jetzt nicht nur in Beziehungen, sondern vielleicht auch in deinem Datingleben geäußert? Also am Anfang, wenn es noch nicht in Richtung emotionale Bindung geht, sondern einfach nur, wir treffen uns und alles ist cool und entspannt, es ist auch überhaupt kein Problem und ich kann offen kommunizieren und ich bin auch der ehrliche Mensch, für den ich mich eigentlich halte. Sobald es dann in Richtung emotionale Nähe geht, wird es schon schwierig. Und da merke ich auch, dass es mir dann schwerfällt, nur diese eine Person zu daten, sondern ich möchte dann... Ja, also das ist ja so typisch Bindungsängstler. Genau, sobald es dann zu nah wird, dann kommt der unwiderstehliche Wunsch, andere Menschen zu daten, ja. Noch jemand anderen daten, um dem quasi entgegenzuwirken, um ja nicht irgendwo zu tief emotional hängen zu bleiben. Oder ganz klassisch die Leute halt von mir stoßen, ab dem Moment, wo es halt in die Richtung geht. Bevor wir jetzt gleich noch drüber sprechen werden, wie denn das toxische Verhalten deine Beziehungen und auch so generell dein Leben beeinflusst hat, würde ich gerne eine Runde Hot or Not mit dir spielen und habe dafür hier auch ein kleines Schildchen, das du geben kannst. Und zwar werde ich dir jetzt mal ein paar Aussagen vorlesen gleich und du kannst dazu sagen, entweder hot im Sinne von gefällt mir, finde ich gut oder not im Sinne von das ist nicht so mein Ding. Okay, super. Hot or not, Online-Dating. Schwierig. Ich würde gerne sagen not, aber leider wurde es ziemlich oft dann doch ein Hot. Na gut, ich meine, das ist natürlich ihr Game, ne? Online-Dating. Hot or not, 24/7 miteinander abhängen. Oh, not. Ja, persönlich gut. Not. Was ist so ein Maß, wo du sagst, damit fühlst du dich wohl? Ich liebe Fernbeziehungen tatsächlich. Ich finde das so total schön, wenn man sich irgendwie dann sehr intensiv einmal die Woche oder zweimal die Woche oder auch einmal im Monat sieht. Auch mal 2
einmal im Monat, hört gut zu. Beziehungen waren am Ende Fernbeziehungen, aber das ist halt auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Dann haben wir hier das Thema offene Beziehungen. Hot. Ja, das ist zumindest sehr schlüssig. Das ist ein Beziehungskonzept, was ich mir aufgrund meiner Verhaltensweisen doch am ehesten noch vorstellen kann. Passend dazu, beziehungsweise... Merkt euch das mal, weil gleich sagt sie wieder, dass sie doch langfristige Beziehungen haben will, obwohl vielleicht will sie langfristig offene Beziehungen haben, keine Ahnung. Naja, nicht unbedingt, aber One-Night-Stands? Not tatsächlich, weil entweder ist es super gut und ich will mehr oder es ist nicht gut. Und deswegen habe ich das Konzept für mich einfach nicht verstanden. Dann Hot or Not Eifersucht. Aber das kann ich total verstehen, ne? Ja. Jetzt mal ganz von oben herab Not. Natürlich, Eifersucht ist auch ein Zeichen von Unsicherheit und ist völlig menschlich. Und jeder hat so seine Schwächen. Und ich glaube, es lässt sich selten ganz abschalten. Aber ich glaube, dass mit einer kommunikativen und offenen Art Eifersucht schnell kein Thema mehr ist. Und dann haben wir noch Hot or Not Diskutieren. Schwierig. Ich muss jetzt leider sagen Not, weil ich absolut nicht diskutieren kann. Ich wünschte, es wäre hot, weil ich glaube, diskutieren kann manchmal richtig produktiv sein. Du hattest ja zwei längere Beziehungen, eine davon auch wirklich sehr lang über mehrere Jahre. Wie hast du das denn erlebt, diese Zeit? Also die 7-jährige Beziehung war eher eine On-Off-Sache. Ich habe alle, ich sag mal, 1,5 Jahre Schluss gemacht und hatte auch leider über die gesamte Beziehung eine Affäre mit jemand anderem laufen und Das triggert ja so an, wenn man das hört, ne? Oh Mann, ey. Aber ich meine, das ist ehrlich, ey. Mein damaliger Partner hat dann ein ziemliches Aggressionsproblem entwickelt und wurde dann irgendwann wirklich krankhaft eifersüchtig, weil er natürlich nicht wusste, er hat gemerkt, dass ich ihn anlüge, er wusste aber nicht genau wann oder wie oder wo. Hört euch das an, ihr Pluspole, wenn ihr so die, sag ich immer, dass man in toxischen Beziehungen verliert man die Fassung. Natürlich gibt es keine Entschuldigung dafür, wenn man wirklich zu aggressiv wird. Ist natürlich auch ein eigenes Thema dann. Aber diese, dass man merkt, da ist irgendwas und kriegt das aber nicht gesagt, das erzählen ja so viele Klienten, KlientInnen, das macht einen natürlich völlig wuschig irgendwie, ne? Und toxische Beziehungen destabilisieren halt komplett, ne? Ist so. Und das war auf jeden Fall auch das Toxischste, was ich je getan habe, diese gesamte Beziehung. Und mein damaliger Partner hat am Ende mich wirklich darum gebeten, bitte Schluss mit ihm zu machen, weil er es nicht konnte, aber wir beide daran kaputt gegangen sind und vorneweg. Wo waren die fucking Standards? Wie ist es denn in der zweiten Beziehung gewesen, wo du ja schon erzählt hast, dass quasi die andere Person der toxischere Part war? Tatsächlich war das nicht er, der toxisch war, sondern jemand, den ich kurz vorhin kennengelernt habe. Ah, okay. Und er war mein Schlüssel aus der toxischen Bindung raus. Alter, verrückt. Was schon sehr toxisch begonnen hat, weil einen Mensch so zu instrumentalisieren, nur um von jemand anderem wegzukommen, ganz schwierig ist. Habe ihn dann auch sehr schnell in diese Beziehung reingedrückt. Quasi, obwohl ich eigentlich nicht verliebt in ihn war. Habe mich dann auch irgendwann in ihn verliebt, denke ich. Und dann in eine Abhängigkeit mit mir getrennt oder in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt. Und ich hatte weiterhin mit dem toxischen Menschen, von dem ich eigentlich loskommen wollte, eine Affäre. Kaum anhören, was natürlich für meinen Partner doch eher unangenehm war. Würdest du sagen, dass das gut, fast so, so eine Art Doppelleben war? Doppelleben ist auf jeden Fall das richtige Wort dafür, würde ich sagen. Ich habe ein komplettes Leben geführt. Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich das einfach jetzt ohne einfach mal so neutral anzugucken. Mir geht es einfach jetzt auch gar nicht so um sie. So, ich meine, ich finde das wirklich gut, dass sie es reflektiert, aber man, sie erzählt natürlich auch Sachen, da rollen sie natürlich echt die Fußnägel auf, aber das ist also, das sind halt die Partner, wo mir dann die Menschen schreiben, dass sie mit solchen zusammen sind. Ne? Das ist natürlich, macht dann das völlig wuschig. Ne? Von dem ich nicht wollte, dass er davon weiß, weil dann hätte er gemerkt, dass er nicht Teil davon sein soll. Ich wollte nicht, dass er mein freundschaftliches Umfeld kennenlernt. Ich hatte kein großes Interesse daran, dass er meine Familie kennenlernt. Und das ist natürlich auch... Siehste, wir haben mal wieder Freunde nicht kennenlernen, Familie nicht kennenlernen, die ganzen Sachen. Ne? Was zu viel Lügen führt, um das zu decken. Und Affären ganz klassisch Betrug führt zu Lügen, wenn man ihn nicht mitteilen möchte. Und das ist tatsächlich dann auch immer schlimmer geworden. Wie hat es sich denn für dich so angefühlt, zu merken, okay, ich bin der toxische Part in dieser Beziehung? Oh, das war eine ziemlich heftige Erkenntnis, weil dann ich am Ende auch eher die Opferrolle eingenommen habe. Das ist natürlich super leicht zu sagen. Die anderen sind... Das lässt sich auch mal wieder sagen, Minuspole, die größten Opfer der Welt. Sind alle so gemein und ich kann gar nichts dafür. Und dann die Erkenntnis zu haben, okay, ich bin hier die andere Leute eventuell in die Opferrolle drängt oder ihnen die Opferrolle zuteilt, war eine sehr harte Erkenntnis. Vor allem, weil es in dem Zeitraum war, in dem ich selbst Opfer
einer toxischen Person wurde und gemerkt habe, was ich anderen Leuten auch damit angetan habe. Wie war das denn für dich dann andersrum? Hast du das realisiert bei der anderen Person, die sich dann dir gegenüber toxisch verhalten hat? Tatsächlich habe ich das sehr schnell gemerkt, konnte aber nicht gehen. Und das ist natürlich ein klassisches Beispiel. Und es hat mir auch eine meiner Hauptbegründungen weggenommen, in denen ich gesagt habe, wenn ich wirklich so toxisch wäre, dann würden die Leute ja gehen und ich würde nicht immer die Bindung beenden. Tatsächlich ist das aber sehr schwierig zu gehen. Kannst du dir erklären, warum das so ist, dass man nicht gehen kann? Das ist schwierig. Also gerade wenn die andere Person narzisstische Persönlichkeitszüge an den Tag legt, die ich leider auch bei mir selbst beobachtet habe, die ich auch bei dieser anderen Person beobachten durfte. Es ist natürlich ein Zusammenspiel zwischen Zuckerbrot und Peitsche, Lovebombing und emotionaler Gewalt. Und was bedeutet jetzt der Begriff Lovebombing? Lovebombing ist quasi, wenn eine Person, die eventuell in dem Zusammenhang mit dem Thema Beziehungen um. Also ich habe nach der Trennung von meinem Ex-Freund nochmal jemanden gedatet. Ich nenne sie immer nur meine absolute Traumfrau. Und es hat, glaube ich, keine 2 Monate gedauert, bis das Ganze in Flammen aufgegangen ist. Und sie gesagt hat, dass ihre Freundinnen sagen, dass ich eine toxische Person wäre. Und da ich dem nicht widersprechen konnte und wollte, habe ich das Ganze dann auch beendet. Gut, wenn sie jetzt Frauen datet, und warum sagt sie nicht einfach Freundinnen, sondern Freundinnen? Ach, ich werde das nie begreifen, ne? Und mir jetzt erstmal geschworen, mich selbst in den Griff zu kriegen und keine romantischen Bindungen mehr einzugehen. Und da auch sexuelle Bindungen sehr schnell zu romantischen Bindungen führen oder sehr schnell kompliziert werden können, möchte ich auch das eigentlich erstmal meiden, weil ich gerade auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, ich weiß jetzt, ich bin toxisch. Mhm. Und wenn ich da jetzt nachgebe, habe ich Angst, dass ich noch mehr in diese Muster reinrutsche und halt sage, ich bin halt so. Und wie fühlt sich dieses Rausfinden gerade an für dich? Ist das eine, ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr große Herausforderung ist. Ja, es ist ein bisschen freier Fall, muss ich sagen. Ich konzentriere mich sehr auf die Therapien und reflektiere sehr viel, mache sehr viel Musik, was mir dabei wirklich hilft. Es ist auch ein bisschen Slalomlauf, niemanden kennenzulernen und niemanden zu daten. Es ist schwierig, sich auf sich selbst zu konzentrieren, wenn man... Das ist bestimmt eine sehr gute Daterin, bin ich mir ganz sicher. ...immer eine romantische Bindung hatte, die einen davon abgelenkt hat. Und auf einmal ist man nur noch man selbst. Wie ist das? Das ist einer der Hauptgründe, warum man so dieses Muster, was sie so lebt, weil es einfach eine hervorragende Ablenkung ist. Ne? Ständiges Drama, ständiges Dopamin, muss sich nicht mit sich selber beschäftigen. Und da würde ich auch mal ein Follow-up hören, weil das ist, glaube ich, meine wirklich super, dass sie das erkennt für sich. Also da hat sie einen Riesenschritt gemacht und dass sie an sich arbeitet, ganz, finde ich gut. Aber da stelle ich mir enorm schwer vor, das dann auch ins Verhalten umzusetzen, ne? Also das wäre, glaube ich, wirklich das, glaube ich, der viel schwierige Punkt, das umzusetzen. Das können die Pluspole ja auch. Das wird in diesem Fall, was macht sie dann, wenn es langweilig wird, wenn es stabil wird, wenn es ruhig bleibt, ne? Wie, was macht sie dann, dass sie nicht plötzlich wieder jemand anders im Bett hat, ne? Das ist wahrscheinlich das schwierige Part sogar noch. Was für dich, also gerade wenn du merkst, eigentlich würde ich das ja wollen und ich verhalte mich jetzt trotzdem so? Ja, das ist schwierig, weil jetzt zudem Angst davor haben, verletzt zu werden, noch übersteigend dazu kommt, Angst davor, jemanden zu verletzen. Mhm. Und desto toller ich die andere Person finde, desto mehr möchte ich eigentlich nichts mit der Person anfangen, weil ich sie für einen tollen Menschen halte und denke, tu dir das nicht an. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie blöd für alle Beteiligten. Ja, kommunizierst du das mit Leuten, falls du jetzt doch in eine Situation kommen solltest, wo eben jetzt die Frage steht, okay, entsteht hier jetzt gerade was zwischen mir und der anderen Person? Ja, schwierig. Das Problem ist, egal wie klar man kommuniziert, wenn die Leute verknallt sind oder man selbst verknallt ist oder da irgendwas entsteht, dann sieht man das alles nicht. Mhm. Und ja, das kann ich mir so richtig vorstellen. Also ich glaube, sie ist eine sehr gute Daterin. Sie macht bestimmt einen richtigen Wirbel. Die Leute verlieben sich und dann sagt sie, ja, übrigens, ich bin toxisch. Und aber ich sage das ja auch mal, die Leute sagen einem das eigentlich häufig vorher. Und ja, und dann wollen sie trotzdem daten, weil sie so verknallt sind. Und aber dafür muss sie natürlich, mehr kann sie ja nicht machen, ne, als das sagen. Und ja. Deshalb ist bei mir gerade einfach Vermeidung. Vermeidung, Kommunikation, warum ich vermeide, möglichst nicht ghosten, sondern erklären. Da arbeite ich auch gerade dran. Passiert es ja auch, dass Leute dir das quasi nicht glauben, im Sinne von, du sprichst so reflektiert darüber und du bist dir bewusst, wie du dich verhältst, dann ist ja jetzt quasi alles gut und der Prozess ist erledigt. So passiert dir das manchmal? Oft. Gute Frage. Also gerade in meinem freundschaftlichen Umfeld kam jetzt viel die Rückmeldung, Rebecca, du steigst dich in das Toxische rein, du bist nicht so toxisch. Nur die Leute, die mich wirklich eng kennen und alles mitgekriegt haben, die sind dann eher so, ja. Das haben wir schon eine Weile beobachtet. Oder du bekommst ja therapeutische Unterstützung. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, zu sagen, okay, jetzt ist dieser Punkt, ich beginne eine Therapie? Eine Verhaltenstherapie mache ich tatsächlich schon sehr lange. Sexualtherapie habe ich
gezielt dafür begonnen. Das war einfach an dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, es fällt mir so schwer, treu zu sein. Das Toxische war da noch gar nicht so in meinem Weltbild. Also das wusste ich jetzt noch gar nicht so, dass eine Sexualtherapie dabei hilft, bei dem Thema, ob man treu ist oder nicht treu ist. Das ist mir neu. Sondern ich habe irgendwie eine Problematik mit Bindung. Was würdest du sagen, sind so die größten Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast? Eine Erkenntnis war auf jeden Fall die Diagnose komplexe Traumafolgestörung, in der halt einfach so ein bisschen aufgeht, warum ich sehr schwer Bindungen eingehen kann. Ich habe als Kind Vernachlässigung erlebt und bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem langfristige Beziehungen einfach nicht die Norm waren. Also ich habe keine einzige beständige Beziehung erlebt. Meine Eltern hatten beide wechselnde Partnerinnenschaften. Meine Mutter ist jetzt das vierte Mal. Partnerinnenschaften. Oh, ich hoffe, das setze ich nicht durch. Verheiratet. Ich habe mehrere Scheidungen miterlebt. Ich habe einfach sehr internalisiert, wenn ich Bindung zu jemandem aufbaue, dann ist die Person auf einmal weg. Aber wäre es so, dass du dir eine langfristige... Also komplexe Traumafolgestörung, ist das nicht sogar diese neue ICD-11-Diagnose? Müsste ich gleich nochmal nachgoogeln. Ja, ich meine, es ist natürlich, für Therapie brauchst du natürlich Diagnosen. Muss halt immer gucken, was bringt einem das jetzt wirklich. Ne? Klar, wenn daraus jetzt eine gezielte Behandlung erfolgt, ist natürlich wunderbar. Ansonsten muss man halt immer überlegen, was bringt es für einen persönlich, jetzt einen Namen dafür zu haben. Was hat man dann verstanden, wie das ganz genau das eine jetzt zum anderen führt oder das eine mit dem anderen zusammenhängt? Also wie hängt jetzt Traumafolgestörung damit zusammen, dass sie nicht treu sein kann? Also das sind alles so Fragen. Ne? Ansonsten, ja, wenn man einfach nur, wenn du, was weiß ich, Knieschmerzen hast und der Orthopäde sagt, du hast Knieschmerzeritis, ist ja noch nicht viel gewonnen, sag ich mal. Ne? Also insofern finde ich das immer so eine Überlegung, was kann man mit einer Diagnose jetzt wirklich anfangen? Viele sind ja so ganz versessen auf Diagnosen und also ich finde, man muss es halt verstehen. Was heißt das jetzt? Wie führt das eine zum anderen? Und eins hat sie natürlich jetzt gesagt, ich habe kurze wechselnde Beziehungen beobachtet. Da neigt man natürlich dazu, das dann auch via Modelllernen dann auch selber auch zu lernen quasi. Lustige Beziehungen wünschen würdest? Tatsächlich schon. Auch das war eine Erkenntnis in der Therapie, in der ich eine Zeit lang dachte, vielleicht ist auch einfach eine monogame. Das wundert mich jetzt. Jetzt sagt sie, sonst sich doch eine monogame, sichere Beziehung. Am Anfang des Videos hat sie gesagt, irgendwas von offener Beziehung gesagt. Also da gibt es vielleicht bei ihr noch einen Klärungsbedarf. Das ist tatsächlich für Bindungsängstler oder Minuspole extrem wichtig zu überlegen, was ist eigentlich das richtige Beziehungsmodell für mich, ne? Weil vielleicht kann man einfach nicht monogam, ne? So. Lange Beziehungen mit Reihenhaus und Garten, überhaupt nicht das, was ich in meinem Leben möchte. Ja. Das Monogam jetzt mal weggestellt, aber eigentlich wünsche ich mir schon eine Person an meiner Seite, die ich lieben und schätzen kann und die mich liebt. Ah, okay. Dann hat sie es jetzt doch konsistent, wenn sie jetzt sagt, nee, monogam sowieso nicht. Okay. Und schätzt. Und die ich nicht verletze und hoffe, dass das irgendwann möglich ist. Weil ich auch bei meiner Schwester und meiner Mutter, die natürlich in den gleichen Konstellationen leben, sehe, dass es auch mit höherem Alter trotzdem noch ein Problem sein kann. Ich finde es total schön, dass du dich bei dem Thema so stark reflektierst. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich da sehr, sehr viel mit auseinandersetzt. Dennoch ist es uns natürlich auch wichtig an der... Ja, reicht, glaube ich. Also wirklich ein gutes Video, finde ich. Gute Fragen. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr so davon haltet. Ist ja auch mal so eine Sache, ne? Klar, sie ist bestimmt jemand, sagt sie ja auch, eher was für offene Beziehungen ist, aber diesen Mechanismus zu verstehen, warum genau mag ich nicht monogame Beziehungen oder wovor flüchte ich, ne? Das sind, wenn dann wahrscheinlich so weitere Schritte, aber natürlich kann sie leben, wie sie will, aber wir wollen natürlich, wenn wir Richtung 5D-Beziehungen kommen wollen, müssen wir für uns einstehen und dürfen nicht andere Leute belügen die ganze Zeit, ne? Aber ja, ich vermute mal, es hat sich euch wahrscheinlich ein oder andere wahrscheinlich sehr getriggert. Aber am Ende des Tages sind wir alle hier, um Erfahrungen zu machen und zu lernen. Und fand ich echt sehr, also hört man wirklich selten, dass Minuspole, dass sich selber da so reflektieren zum relativ, hört sich für mich auch an, zum relativ frühen Zeitpunkt im Leben. Ist schon fast ein bisschen zu glatt, könnte man manchmal denken, aber Gott, ich will da jetzt nichts reininterpretieren. In diesem Sinne, kommentiert mal, liked auch gern meinen Kanal. Ich habe ja so, ich will, bis mein drittes Buch erscheint, will ich mal hier 30.000 Abonnenten haben. So geht das ja nicht weiter hier.
Also wenn ihr öfter mal Videos guckt, klickt mal einfach auf Abonnieren. Das wäre doch mal ein schönes Ziel, ein schönes Mission für die Community hier. Gebt es auch gerne eure Freunde weiter, die können ja auch mal abonnieren. Und genau, sollen wir mal weiterkommen hier. In diesem Sinne, ciao.